Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Total War Arena Video mit mir, Fighting Joe. Ja, auf der Karte Salernum, wer hätte es gedacht. Wir spielen wieder den Miltiades. Ich habe die Aufnahme diesmal erst jetzt gestartet, nachdem ich beim letzten Mal etwas Probleme dahingehend habe. Ich bitte euch, Hintergrundgeräusche zu entschuldigen, für die kann ich gerade nichts, aber ich will mich davon nicht ablenken lassen. Wem sie zu sehr auf den Zeiger gehen, der muss halt einfach die Soundeinstellungen umdrehen. Und wo ist Hakko hingegangen? Ich brauche ihn. For Greece! Zur Erklärung, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Tier 10, Imperial Guard. Sagen wir mal, ist ein bisschen besser als so der Durchschnittsverbraucher. Wer ist denn so ein Gegnerteam? Niemand, den ich kenne. Das kann jetzt gute oder schlechte Zeichen haben. Aber sie haben alle Miltiades oder... Naja gut, sie haben alle Schockgeneräle, das heißt hoffentlich nicht so viel Artillerie und sie haben Kavallerie. Das sehen wir jetzt auch. Tja, also ich versuche einfach mal ein bisschen leise zu sein. Yes, Commander. Hier sehen wir Scythian Horse Archers, die nerven aber eher, als dass sie irgendwas können. Sind halt sehr schnell, darum haben sie früh den Turm gehalten, aber nimmt jetzt den Turm nicht auf. Und wir sehen Artillerie, super. Naja, die... Ah, die schießt eher blind. Das heißt aber, ich kann den Turm nicht halten. Weil dann... laufe ich Gefahr, in den AT-Bereich zu laufen. Ja, ich möchte nur einmal kurz das Ding anditschen, um zu sehen, was hier überhaupt ist. Irgendwer muss die AT killen. Nichts. Gut. Gut. Die stehen da hinten. Das kriegen wir hin. Ja, was mein Team gerade macht, weiß ich auch nicht. Ich sag mal so, ich nutze gerade ja so ein bisschen den Fakt, dass er auch nicht hier reingucken kann, weil er auch nicht das Ding hält und ich dann vielleicht etwas früher an den Dingens komme. Die Artillerie hat mir echt Schaden gemacht. Krass. Artillerie ist halt OP. Okay. Jetzt müssen wir da rausgekommen sein. Move out! As you command! For Greece! Das sind Hastati und Dingens. Okay. Understood! Follow me! Aber der pennt gerade irgendwie. Ich hab den Charge Level 6. Das müsste doch mal mehr bringen. Und hier habe ich eigentlich auch den besseren Charge. Oh, sehr schön. Er ist mit der Kavallerie in mich reingelaufen, aber ich mache sehr, sehr viel Schaden gegen Kavallerie. Krass finde ich hier wirklich, wie die Infantry Charges auf Level 4 den Infantry Charges auf Level 6 einfach überlegen sind. Oh, das ist doch mal super Arty Support. Da freut sich der Swedish Kijan Taimu gerade den... wirklich ein Bein ab, wenn da einfach mal so ein Feuerball durch die eigenen Einheiten fliegt. Egal, ich töte hier halt die Kavallerie, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und auch hier hat er gerade wunderschön, glaube ich, eher dem Devil Tag einen reingehauen. Ja gut, wenn sich die Kavallerie hier verpisst. Oh nein, sie hat natürlich nur angedeutet. Ja. Gut, einen Vierer Kavallerie Charge halte ich in der Bewegung immer noch nicht auf. Aber, hey. Immer meine 2000 Punkte. Damit bin ich am Anfang meiner
von einem Tag zufrieden. Das wird ja wahrscheinlich nicht mehr mein First One of the Day. Ja, nimm mal dem hier den Kampf an. Also, ich werde ja jetzt auch nur noch weggehauen. Mach mal hier den Verteidigungsbonus an. Aber ich werde hier halt jetzt auch einfach umstellt und das bricht mir die Moral. Wie sieht es eigentlich insgesamt aus? Okay, insgesamt pushen die an die... Pushen die wirklich an die, die Base schon ran? Krass. Rechtzeitig werden wir an unserer Base auch ein bisschen harassed. Aber nur von den scheiß Scythian Horse Archers. Das ist nicht so schlimm. Aber halt, der Kampf an sich ist vorbei. Die Arti hier wird jetzt auch fallen. Ich sag mal so, die Arti war am Ende halt nicht wirklich das Problem. Das Problem war am Ende die Kaffee von dem Swedish-Typen und dass ich mit meinen Level 6 Einheiten gegen die Level 5 Einheiten irgendwie aus irgendeinem Grund verliere. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach daran, wie die einzelnen Werte sind. Und mit den Toreos-Sperren hätte ich das Problem nicht. Gut, 2500 Punkte. Ich kämpfe hier halt immer noch. Oh, da stehen Bogenschützen. Ich glaube, gegnerische, sonst hätte ich hier Friendly Fire gehabt. Ah ja, da sind sie doch. Ich lebe halt immer noch. Das finde ich sehr geil. Ja, jetzt sind alle meine Einheiten tot. Ich finde es immer geil, wenn die erst quasi einmal noch ranchargen und dann doch sterben. Aber trotzdem, 2500 Punkte und das müssten wir gewinnen, 1360 Mann, das können wir eigentlich gar nicht mehr verlieren. Schau mal, eine AFK-Arti. Die kann ich jetzt befehligen. Der Typ ist, glaube ich, dann raus. Ja, der Typ ist dann einfach rausgegangen, weil er hat am Anfang meiner Meinung nach mitgekämpft. Ja, die Arti hat genervt, aber mehr hat die Arti auch nicht hingekriegt. Der Pinne-Power hat die dann vorhin wunderschön abgehauen und ja, jetzt cappen wir und da können die nichts gegen tun. Das macht der Captain Obvious hier übrigens sehr schön. Er zieht... Oh, Leute, solche Sprüche sind echt nicht nötig. Ich mag Arti auch nicht, aber hey. Ne? Der macht das hier eigentlich ganz schön. Der blockt hier die Fernkämpfer. Oh, halt's Maul. Also der blockt hier sehr schön die britische Kavallerie weg. Ja, GG. Das ist so ein Brot- und Butter-Spiel, würde ich es mal titulieren. Gut, hier sind natürlich die Unit XP nochmal besser geworden. Hier kann ich mir die einzeln einstellen. 27, 60, 52. Nichts Tolles, aber halt auch nichts, was einen am Ende irgendwas kostet. Ja, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich bei euch auch und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fighting Joe. Tschüss.